So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In dieser Folge haben wir den Prolog zu Trügmoor angefangen und haben die gute Concordia kennengelernt. Die Concordia ist ein Mitglied der Cyrodiilischen Sammlungen. Diese begeben sich auf die Suche nach argonischen Antiquitäten, um die dann den Argoniern wiederzugeben. Und sie hatten einen in. Sieht aber voll schön aus, diese Hautfarbe. Und sie hatten einen in ihren Reihen, der die Relikte nur für Macht und Reichtum haben wollte. Und er hat sich mit der Schwarzgarde, die sich im schwarz-großen Gefängnis. Wie heißt das? Die im schwarz-großen Gefängnis entstanden ist, zusammengeschlossen und will halt einige argonische Relikte bergen. Und ist etwas Großem auf der Spur, und wir wollen ihn natürlich davon abhalten, dieses zu erreichen. Die Ruinen sind dort vorn. Ich werde hier warten und dafür sorgen, dass dem Boot nicht Na zustößt. klar. In diesem Sumpf gibt es alle möglichen grässlichen Kreaturen und manche von denen fressen Boote, ungelogen. Jan war Masu oder was? Erzählt mir mehr von der Xar'Tu-Tafel und der Legende, die ihr erwähnt hattet, bevor ich in die Ruinen gehe. Nun, Xalto heißt heiliges Geheimnis. Jede Tafel birgt ihr eigenes Rätsel. Ich glaube, bei dieser geht es um die Legende von Bilakar, einem argonischen Zauberer aus uralten Zeiten. Er versetzte einen Großteil von Schwarzmarsch in Angst und Schrecken, so sagt es die Geschichte. Was hat denn ein Zauberer aus uralter Zeit mit all dem zu tun? Nicht der Zauberer, sondern die Relikte, die er zurückließ. Laut der Legende setzte Bilakar seine beträchtlichen arkanen Energien ein, um bei seinem Tod den eigenen Schädel mit einem mächtigen Fluch zu belegen. Dadurch verwandelte sich der Schädel in pures Gold. Meint ihr, dass das, was sie suchen, in den Ruinen ist? Das dürfte unwahrscheinlich sein. Der Geschichte zufolge, die ich gehört habe, hat man den Schädel auf einer Insel vor der Küste von Schwarzmarsch verborgen. Margus lässt die Schwarzgarde nach weiteren Hinweisen suchen, die ihm den genauen Fundort des Schädels verraten. Seid vorsichtig da draußen, meine Freundin. Das werde ich sein. Oh nee, wer bist du? Wo sind wir denn? Moment. Komm hier durch, ja. Wie soll ich unter diesen Umständen bloß Wer vernünftig seid ihr forschen? denn? Oh, hallo. Ich habe euch gar nicht kommen sehen. Sucht ihr nach Arbeit? Wenn ja, dann bräuchte ich eine neue Assistentin für meine Forschungen. Welche Forschungen? Ich untersuche das Wesen der Magiker. Drulis, mein derzeitiger Assistent, gibt sich bockig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mein Amulett perfektioniert habe. Doch dieser Feigling weigert sich, seinen Teil zu tun. Und welcher Teil ist das? Oh, es ist völlig harmlos, wie ich euch Sagt jeder aus der versichere. Ich Magiergilde. brauche nur jemanden, der das Amulett anlegt und dann einen Vamasu so sehr reizt, dass er einen Blitz abgibt. Würdet ihr Drulis davon überzeugen, unsere Arbeit Das fortzusetzen? kann ich doch Oder eigentlich auch falls ihr machen. das nicht schafft, würdet ihr dann vielleicht seinen Platz einnehmen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Meine Forschungen sind wichtig für das Studium des Zauberwirkens. Dieses Amulett erlaubt mir das sichere und effiziente Einfangen mächtiger Magiker, wie zum Beispiel der im Blitz eines Vamasu. Es ist ziemlich ungefährlich, was Drulis Weigerungen umso ärgerlicher macht. Warum ist Drulis so skeptisch? Er verletzt sich immer. Wenn er sich an meine Anweisungen halten würde, gäbe es keine Probleme. Ich habe ihm beim letzten Mal ausdrücklich gesagt, dass er die Schamberge abnehmen soll. Dass er vorher nicht den Kupferdraht berühren darf. Er mag ein alter Freund der Familie sein, aber er ist nicht gerade das schnellste Boot auf dem Fluss. Okay. Oh, wo sind der Drulis? So weit weg. Oh, okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz den Prolog fertig. Zumindest begeben wir uns zu der Ruine. Danach werden wir uns mit Trulis dann weiter beschäftigen.
Können wir eigentlich auch einfach wieder dran vorbeirennen? Ja, okay. Oh, wir haben sogar die Hatten wir vorher auch schon hier die Schwarzgarde? Oder wo sie ist einfach nur gespawnt, weil wir uns gerade in dieser Aufgabe befinden? Oh. Okay, die wurde schon getötet. Agonischer Albtraum, Götze. So, dann jetzt noch ganz schnell zum Trulis und dann haben wir es eigentlich, denke ich, dann auch geschafft. So, auf geht's. Ich komm gleich. Ich muss mich doch ganz... Ey, lass doch mal hier die arme Händlerin in Ruhe. Ich glaube, es geht jetzt hier gleich los, oder was? So. Seid gedankt. Kein Problem. Ich tue, was ich kann. Trulis! Hat Gatota euch geschickt? Was will er denn jetzt? Soll ich mich nackt ausziehen und Donnerkäfer jagen? Gatota will einen Bamasu-Blitz fangen. Das ist sein Problem. Er muss verrückt sein, wenn er glaubt, dass ich mich noch einmal durch eines seiner Experimente quäle. Hat er euch von seinem Magika speichernden Gürtel erzählt? Der hätte mich fast in der Mitte durchgeschnitten. Jetzt möchte er Magika auch noch in diesem Amulett speichern. Er hat es schon öfter versucht, als ich zählen kann. Meine Narben sind der Beweis dafür. Ich sehe gar keine. Ich habe schon den Köder für Höhlentrolle gespielt und mich durch Misthaufen gegraben. Aber mich vom Blitz erschlagen zu lassen, das ist doch keine Forschung. Das ist reine Quälerei. Was ist so besonders an diesem Amulett? Das Amulett wäre ein Katalysator für Zaubersprüche, die Gatota erforscht. Er hofft, dass er die Stäbe damit schneller wieder aufladen kann. Nun, ich habe einen Wamasu für ihn gefunden. Aber ich habe keine Lust mehr, seinen Versuchsgua zu spielen. Ich bin mal nicht so gemein. Wenn ihr den Blitz nicht fangen wollt, mache ich das eben. Nur zu, ich habe euch gewarnt. Alle von Gatotas Experimenten führen unweigerlich zu hohem Blutverlust. Dieser Hohlkopf gibt mir die Schuld für das Versagen seines Stabs der Sättigung. Oh, wir hatten ja hier vorne gleich ein Wamasu. Glaube ich zumindest. Komm her, Mausi. Oh, oh, oh. Komm, das machen wir mal. Versuchen wir unser Glück. Vielleicht kommt ja auch einer der anderen Spieler noch, die sich vielleicht zufällig gerade hier befinden.
auch nicht. Aber das kriegen wir auch schon ohne die hin. Ich komm gleich. Muss mal ganz schön noch diesen Anker hier vernichten. Sheila. Und dann können wir uns auf Sturmhafen begeben. Ey! Aber ich glaube, wenn wir jetzt mehr Spieler wären, meinetwegen zum Beispiel 5 Stück, ich glaube, dann gäbe es viel mehr Gegner. Ich glaube, das ist ja noch eine überschaubare Anzahl, die wir hier haben. Würde ich einfach mal so behaupten. So, du kleiner süßer Scum. So. Das ging relativ flott. Mein Plan mit. Oh, die Stimme von Molag Bal. Ihr dient mir jetzt als Gefäß der Zerstörung. Ja, ne, keine Verbindung. Ich mag euch zwar, Molag Bal, aber so eng sind wir doch noch nicht miteinander verbunden. Oh, verdammt. Jetzt kommt noch einer. Ha! Danke. So. Ach ne, wir müssen erstmal nochmal zu dem anderen Heini. Ja, er kommt ja leider zu spät. Ich habe schon alles niedergeknüppelt, was ging. Ach Gott, Level 5, wie niedlich. Ist das Amulett aufgeladen? Hat es funktioniert? Ich habe das Amulett aufgeladen, aber es hat mich nicht vor dem Blitz geschützt. Ah, das hat mich auch schon umgetrieben. Es scheint, als müsste das Gerät noch weiter getestet werden, ehe es perfektioniert ist. Aber ihr habt meine Forschungen gewaltig vorangebracht. Dafür gebührt euch mein Dank. Ja, kein Problem. Dann auf nach Sturmhafen. Mensch, Sturmhafen? Ich bin immer noch ein Schattenfan. Was bin ich nach Sturmhafen? Endlich. Ihr wisst ja nicht, welche Sorgen ich mir um euch und Jela gemacht habe. Nachdem ich von dem Mord im gesetzlosen Unterschlupf gehört hatte, konnte ich nur noch daran denken, wie ihr und er tot in irgendeinem Graben liegt. Ich schätze, ihr konntet nicht mehr über Margos Pläne in Erfahrung bringen? Die Schwarzhändlerin hat mir erzählt, dass die Xar-Tothafe das Geheimnis eines agonischen Altraumgötzen offenbarte. Das passt zu dem, was ich feststellen konnte. Und ich bin mir sicher, dass es da irgendeine Verbindung zu der Legende von Belakar gibt. Aber wie ist es euch und Jilar ergangen, nachdem ihr den gesetzlosen Unterschlupf verlassen habt? Wart ihr in der Lage, Margus aufzuspüren? Nein, aber ein Hinweis führte uns zu den Ruinen von Shid Mosca. Dort barg ich diesen Albtraumgötzen. Was für ein ausgezeichnetes Exemplar. Aber seht ihr diese Öffnung am Rücken der Statue? Ein Hohlraum. Doch was immer darin verstaut war, fehlt nun. Anscheinend bleibt uns Margus Derius auch weiterhin einen Schritt voraus. Verflucht seien seine arroganten Augen. Was hat es nun alles zu bedeuten? Wonach sucht Margus Derius tatsächlich? Das lässt nur einen Schluss zu. Margus sucht den goldenen Schädel von Belakar. Was immer auch in diesem Götzen war, könnte ihn unmittelbar dorthin führen. Darum sorgen wir uns später. Fürs Erste sollt ihr nur wissen,
dass Cyrodiilische Sammlung eure Hilfe zu schätzen weiß. Nehmt dies und unseren Dank. Na schön, Zeit zurück an die Arbeit zu gehen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir Magus Derius daran hindern, den goldenen Schädel von Belakar vor uns zu finden. Das weitere Überleben von Cyrodiilische Sammlung hängt davon ab, ganz zu schweigen von dem ganz Trübmoors. Vielleicht sogar das von ganz Schwarzmarsch. Erzähl mir mehr über den goldenen Schädel von Belakar. Warum ist er so wichtig? Das hängt von der Quelle ab, doch alle Legenden verweisen darauf, dass der Schädel eine mächtige Magie in sich birgt. Ganz zu schweigen von einem Fluch, der Trübmoor vernichten könnte. Mir läuft es allein bei dem Gedanken, dass jemand wie Magus oder die Schwarzgarde ihn in die Hände kriegen könnte, eiskalt den Rücken hinunter. Wie hindern wir Magus nun daran, diesen verfluchten Schädel zu finden? Wir müssen der Fährte folgen. Was immer Magus auch im Inneren des Götzen gefunden hat, er wird bei seiner Entschlüsselung die Hilfe von argonischen Fachleuten brauchen. Sprecht mit Jaelar. Er kennt einige Argonier, die viel über Trübmoor wissen. Sie sind diejenigen, die auch Magus aufsuchen wollen wird. Ich spreche mit Jaelar und wir werden sehen, was wir herausfinden können. Jaelar ist unten am Wasser bei seinem Boot. Er sollte euch an die Argonier verweisen können, die am wahrscheinlichsten über jenes Wissen verfügen, das Magus braucht. Geht zu ihnen und findet heraus, wonach Magus sie gefragt hat. Ich verstehe nicht, warum muss ich diese Argonier finden? So sehr es Magus auch nach argonischen Antiquitäten verlangen mag, weiß er in Wahrheit doch recht wenig über sie. Er wird Hilfe brauchen, um sich einen Reim auf das zu machen, was auch immer er im Inneren des Götzen gefunden hat. Dafür wird er die kenntnisreichsten Argonier brauchen, die er auftreiben kann. Die drei oder die zwei Fragen und die eine Sache, die werde ich mal nicht mitmachen, weil wir wissen ja, was es für eine Gruppe ist und wir wissen, wer Marcus Derius ist und wir wissen ja auch, die, obwohl, nee, die Geschichte über den goldenen Schädel von Belakar wissen wir nicht. Ich habe gerade etwas hierüber in den Legenden von Schwarzmarsch gelesen. Der Schädel ist ein sagenumwobenes Relikt, das angeblich die Macht des argonischen Zauberers Belakar in sich birgt. Laut diesem Buch bebt der Schädel vor lauter arkaner Energie und es lastet ein schrecklicher Fluch auf ihm. Warum sollte irgendwer einen verfluchten Schädel haben wollen? Cyrodiilische Sammlung möchte den Schädel finden, damit wir ihn nach Schwarzmarsch zurückbringen können. Vielleicht kann er das Kernstück unseres geplanten Museums werden. Magus. In mir keimt der Verdacht, dass er die Macht des Schädels in irgendeinem arkanen Ritual nutzen will. Was für ein arkanes Ritual? Nun, es ist ein verfluchter Schädel. Und Belakar praktizierte die dunklen Künste. Sympathisch. Von daher wird das vermutlich kein sonderlich freundliches Ritual. Der Legende nach bringt der Fluch Trübmoor den Untergang. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Aber Sache irgendwelche Risiken haben. Warum soll ein Argonier seine eigene Heimat verfluchen? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der verfluchte Schädel macht mir so viel Angst, dass es mir schier den Atem verschlägt. Ungelogen. Hat Concordia noch mehr Arbeit für uns? Concordia will mit den örtlichen Argoniern sprechen, die mehr über die Antiquitäten von Trübmoor wissen. Warum ist mir das nicht eingefallen? Die Schwarzgarde wird sicher jeden belästigen, von dem es meint, dass er ihm beim Entschlüsseln jener Hinweise helfen kann, die zu diesem verfluchten Schädel führen. Mir fallen allein hier in Schattenfen 5 oder 6 sehr kenntnisreiche Argonier ein. Wie finden wir diese Argonier, damit wir mit ihnen sprechen können? Hier, ihr sprecht mit den Argoniern auf dieser Liste und ich sehe nach einigen anderen. Trefft mich wieder hier, sobald ihr fertig seid und wir tauschen uns dann aus. Seid bloß vorsichtig. Falls die Schwarzgarde sie gefunden hat, besteht eine gute Chance, dass sie sie im Auge behält. Ja, alles klar, keine Panik. Auf der Titanic. Was sind die überhaupt? Ich bin froh, dass der Altmeier es nicht durch die Prüfung des Hiss geschafft hat. Er hatte mit Sicherheit keine gute Absicht. Gut, Hiss Stimme. In der Tat. Aber eine andere Fremde hat die Prüfungen bestanden. Ja, das war ich. Ja, das war total schlimm, weil das war die schlimmste Prüfung, die ich bisher hatte, weil ich so oft gestorben bin wegen diesem bescheidenen Gift. Wenn ihr zu dieser Schwarzgarde gehört, Schwarzgarde, worauf diese möchtegern Schläger bestehen, so bleibt es trotzdem dabei. Ich habe so viel von diesem Holzschnitt entziffert, wie ich entziffern konnte. Jetzt lasst mich in Ruhe. Ich gehöre nicht zur Schwarzgarde. Ich versuche sie daran zu hindern, den verfluchten Schädel zu finden. Das ist aber recht mutig von euch. Ja, ich bin ja auch doof. Nur wenige stellen sich gegen die Schwarzgarde. Ich habe gegen Murakbal gekämpft, gegen die Petrische Triade. Ich habe den Teil des Holzschnitts bereits gedeutet, der sich auf das Ritual bezieht.
Dieser Margus weiß nun, wie man den verfluchten Schädel bergen kann. Kann man nicht rein theoretisch, wenn man weiß, wie gefährlich das Ritual ist? Oder wenn man weiß, okay, man erkennt ja schon an dem Blick, an den Fragen oder auch wie jemand sich kleidet oder verhält, in welche Richtung seine Intention geht. Kann man nicht einfach falsche Informationen weitergeben und dann ganz schnell verschwinden und hoffen, dass die einen nie wiederfinden? Und wie soll Magnus das machen? Indem man das Ritual genauso durchführt, wie der Holzschnitt es beschreibt. Ich habe ihn gewarnt, dass es gefährlich ist. Ein Fehler und der Zauber verschlingt ihn. Natürlich braucht er Fokusse, um den Zauber zu bündeln. Diesen Teil des Holzschnitts konnte ich allerdings nicht entziffern. Könnt ihr mir irgendetwas anderes erzählen, das mir helfen würde, ihn aufzuhalten? Hört mal, ich habe Familie. Wenn die Schwarzgarde den Eindruck hat, ich hätte euch das verraten, dann lässt sie sie verschwinden. Nein, nein, ich will dazu nichts mehr sagen. Wenn ihr mir helft, sie aufzuhalten, müsst ihr euch nicht um die Sicherheit eurer Familie sorgen. Das stimmt. Ich habe die Schwarzgarde reden hören. Sie erwähnten, dass sie eine Expedition vorbereiten, um diese Fokusse zu bergen. Sie meinten, ihr Boot läge am Fluss bei den Tiefgräbern vor Anker. Wenn sie die Fokusse finden und den Fluch entfesseln, ist Tulpmoor dem Untergang geweiht. So, da gehen wir mal in die Richtung zum Hist. Und reden mit der Name Pecha oder Picha. Ich glaube, Pecha wird es ausgesprochen. Sagt mir auch auf jeden Fall irgendwas. Mit Ruhe, irgendwas. Meisterhaft. Verdammt. Ich hoffe, sie lebt noch. Also ich gehe davon aus, dass es eine sie ist, weil der Name klingt schon ein bisschen weiblich. Ja, ja, ich bin doch Und da. Doch nicht. Wo sollte ich denn noch hin, wenn mich eure Schläger im Auge behalten wie der Uhu einen Ast voll Baumschnecken? Und welche argonische Antiquität soll ich diesmal für euch untersuchen? Ich gehöre nicht zur Schwarzgarde, aber ich muss erfahren, was ihr ihnen gesagt habt. Ihr gehört nicht zur Schwarzgarde? Warum sollte ich euch dann überhaupt was sagen? Es sei denn, ihr seid einer dieser Steine im Schuh, über die sich ihr Anführer beschwert. Ja, das bin ich. Seid ihr das? Ein Stein im Schuh des Schwarzgarde-Anführers? Ich arbeite für sirodilische Sammlungen, wenn ihr das wissen wollt. Dann sage ich euch, was ich ihrem Anführer gesagt habe. Der Holzschnitt, den sie im Albtraumgötzen gefunden haben, beschreibt ein Ritual. Aber ich konnte nur den Ort entschlüsseln, wo man es durchführen soll. Norgzell. Auf Altargonisch heißt das verbotener Ort. Sonst konnt ihr nichts über das Ritual herausfinden? Es ist nur geraten. Aber ich glaube, dass das Ritual das Versteck des goldenen Schädels von Bela K. preisgibt. Und wenn Margus erstmal den verfluchten Schädel hat, kann er die Macht dieses wahnsinnigen Zauberers entfesseln. Genug Macht, um den Legenden nach ganz Trübmoor zu vernichten. Und das wollen wir ja alle nicht. So, dann reisen wir einfach mal hier hin. Und fragen den letzten Argonia. Huch, was war das denn jetzt gerade? Taxatl. Komischer Name. Obwohl für einen Argonia ist es wahrscheinlich ein normaler Name. Ach, ja, sie lebt auch noch. Bitte. Ich habe euch alles gesagt, was ich über den Holzschnitt weiß, den ihr mir gezeigt habt. Ihr könnt mich doch jetzt gehen lassen, oder?
Ich habe getan, worum ihr gebeten hattet. Ich gehöre nicht zur Schwarzgarde. Ihr müsst mir sagen, was ihr ihnen gesagt habt. Ihr gehört nicht. Oh nein, wenn sie mich mit euch sprechen sehen. Ihr müsst gehen. Sofort. Ich will nichts mit Margus Derius oder dem Schädel von Belakar zu tun haben. Wenn ihr mir nicht helft, dann bekommen sie den verfluchten Schädel in die Finger. Ein Grund mehr, warum ich so schnell und so weit wie möglich von hier weg will. Aber erstmal ein Süppchen essen. Ich weiß, wie stark der Fluch argonischer Relikte sein kann. Wenn ich nur genug Geld für die Reise hätte. Meine armen Füße können mich nur ein Stück weit tragen, wisst ihr? Es muss etwas geben, das ihr mir sagen könnt. Sie haben mir einen Holzschnitt gezeigt, auf dem uralte argonische Symbole zu erkennen waren. Ich konnte einige lesen. Sie beschrieben ein Ritual, um Meditationszylinder in Schlüssel zu verwandeln. Nach einem Zuschuss zu meiner Reisekasse fällt mir vielleicht noch mehr ein. Ich mag das ja eigentlich gar nicht in diesem Spiel, aber ich würde sagen, hier geben wir einfach mal 347 Goldmünzen aus. Reicht das, um euer Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen? Ich weiß, die Entschädigung zu schätzen. Nun hör zu. Zwei Dinge. Erstens sind die Ritualzylinder auf einer Insel namens Norgzell verborgen, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Zweitens bereitet die Schwarzgarde bei den Tiefgräbern ein... Genau das muss ich schon wissen. ...um diese Insel zu finden. Genau das, was wir bereits... Naja. Haben wenigstens ein bisschen was in ihre Reisekasse getan. Das Leben ist hier so anders, als es den Gepflogenheiten in Trügmoor entspricht. Mir war ja nie klar, wie viele Argonier so ein schreckliches Dasein fristen. Und jetzt macht die Schwarzgarde alles nur noch schlimmer. Wart ihr in der Lage, mit den Argoniern zu sprechen, die ich vorgeschlagen hatte? Ja, die Schwarzgarde hat sie gezwungen, eine Holzschrift zu entziffern, die Margus im Albtraum Götzen gefunden hat. Die Argonier, mit denen ich sprach, sagten das Gleiche. Anscheinend beschreibt der Holzschnitt eine Art Ritual, mit dem Margus den verfluchten Schädel entweder finden oder bergen kann. Was hatten die von euch befragten Argonier zu erzählen? Beim Ritual geht es um Meditationszylinder und man muss es auf einer Insel namens Norgzell durchführen. Das ist interessant. Sehr interessant. Diese Worte bedeuten in der Sprache von Trübmoor der verbotene Ort. Ich habe auch erfahren, dass die Schwarzgarde eine Expedition ausrichtet, um diese Insel zu finden, damit Margus das Ritual durchführen kann. Die Argonier, mit denen ich sprach, sagten Ähnliches. Wir müssen dieses Boot finden. Einer der Argonier sagte mir, dass nur drei Schwarzgardisten den Ort kennen. Aber zur Sicherheit hat jeder ein Drittel einer Karte bei sich. Sie müssen zusammenarbeiten, um das Boot zu erreichen. Ihr findet zwei von ihnen und ich den dritten. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir nochmal hier quer durch Schattenfen reisen. Ich weiß gar nicht, hier. Okay, ja. Das werden wir in der nächsten Folge erledigen. Vielleicht schaffen wir es auch noch, den Anführer der offenen Welt zu eliminieren. Das wäre sehr, sehr schön. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann werden wir den... Ich glaube, das ist auch der Prolog, oder? Muss mal kurz selber gucken. Ja, genau. Wir sind immer noch beim Prolog. Werden wir den Prolog weiterführen und dann werden wir, denke ich mal, in den letzten Zügen in der nächsten Folge sein. Und dann können wir uns gleich ins richtige DLC stürzen und hoffentlich werden wir in der nächsten Folge auch den guten Margus Derius aufhalten. Ja, ich hoffe mal, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.